Und willkommen zurück zu GTA 4. Sind hier auf dem Dach. Wir sollen ja den Stellvertreter erledigen. Wir. Dann gucken wir mal. Einen guten Schuss. Nein. Achso. 4, 5, 5, 5, 5, 0, 1, 2, 2. So. Gehen wir da mal wieder. So, oh Gott. Peinlich, Nico. So. Ah, du arbeitest wieder. Jetzt schubst du dich weg. Absicht. Ja. Willst nicht arbeiten. Hört mich. Auto ist weg. I dealt with him. You did the right thing. I hope that the kids out there get this message and realize that there are better paths to take. I'm not interested in your sermon, Mr. McCreary. Let's not pretend that this was anything other than business. There's nothing wrong with admitting that you've done some good. The community thanks you. 1% better. If 100 people manage that, it'd be 100%. Das glaube ich nicht. So. Wie gesagt, wir sind mit Fences durch. Ach, Playbox ist ganz in der Nähe. Das finde ich gut. Finde es auch gut, dass du mich gerade überfährst, du Vollidiot. Wir können nehmen dir das Auto. Jetzt nehme ich gerne eins, danke. So, und jetzt machen wir die Mission von Playboy X. Satz mit X war wohl nix. Hahaha. Sagen, ne? Weißt du, das machen wir jetzt ein Date mit Kate. Ich habe nämlich ganz vergessen, dass ich ein Date mit Kate machen wollte. Denn Kate ist nett. Michelle war komisch, mit der wollte ich nicht ausgehen. Aber Katie ist nicht dies, die mag ich. Die ist super. Die ist dufte. Wie man so schön sagt. Hoffentlich gefällt dir mein Anzug, den ich wieder angezogen habe. War das gleich wie. Vorletzten Mal, also beim vorletzten Date, aber ey. Man nimmt, was man kriegt. Mein Shoppen an sich könnte ich neue Kleidung tragen. Aber das wäre langweilig. Eine Stunde muss ich da sein. Ja, fahr!
Das ist euer Ernst. Mann, verdammte Karen. Wer braucht schon eine Mutter, aber? Wärst du? Danke. So. Ich habe noch nicht, glaube ich, das gefunden, was Kate so wirklich mag. Wobei das Trinken war ja kam nicht so schlecht an. Das Essen kam schlecht an. Aber ich probiere es weiter. Ich glaube, ich habe noch nicht ihre Lieblingsaktivität herausgefunden. Von daher muss ich es weiter probieren. In meinem Glück ist es wahrscheinlich Bowling. Weil Bowling die längste Aktivität ist, will ich das zum Schluss erst probieren. Hi, Kate! Hoffentlich stört ihr mein Auto nicht. Wir gehen zur Kabarettshow. Okay, denke ich mir. So you. So me what? So are you another one? Another what? Another one like my brothers. The tough guy with a death wish. A man eager to get into hell as soon as possible. Probably. How annoying. What is wrong with you people, you men? What's wrong with me? Quite a lot, I'm sure. Why don't you want to live? To live a normal life, I mean. Get married, have kids, not steal, rob, kill. Can't be easier than having a job, I mean. I don't know. I have lived a complicated life. I was in a war. Sounds like you still are. Maybe. Well, for a murdering, thieving idiot who can't talk about things, you're kind of nice. Thank you. Don't mention it. No. Das ist aber ein nettes Kompliment. Bislang hat mir nur Roman so ein Kompliment gemacht und, weil ich so sein Mädchen war, von ihm nicht solche Komplimente hören. Kommen ein bisschen komisch rüber. So. Wir sind da, Kate. Hoffe. Max. Was verpasst? Kann ich nicht. Nein, danke. Hey Bruder. So funktioniert das nicht. Nein, ich wollte mir eine Kabarettshow anschauen. Okay, wo gehen wir? Na komm, gehen wir. Als Alternative gehen wir so in ein Restaurant.
Bisschen enttäuschend. I know. So. Great, my favorite. Ah. Gut zu wissen. Können wir öfters hier hingehen? Gut, bringen wir Kate wieder nach Hause. Na, aber nicht in der. Das ebenfalls. Ich kann nicht mit Kate gar nicht ins gehen. Das ist blöd. So. Yeah. Stau. Alles in Ordnung? Gut, tschüss. Fahren wir weiter. Das wollte ich nicht machen. Zischt im Auto. Am Auto. Vom Auto. Irgendwie alles. Ja, ist es an sich, wenn ich nicht damit fahre. Ist das ein sehr sicheres Auto. Ich dachte, die Markierung wäre ein bisschen früher. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Kann ich verstehen. Ja. Wir fahren nach Hause. Versuch's zumindest. Bei dem Auto bin ich mir nicht so sicher, ob ich das noch schaffen werde. Nehme ich dann mal um, damit Kate beim nächsten Date nicht wieder rummeckert, wegen meiner Kleidung. Und werde speichern. Ja. Ja. Nein, lass mich durch. Ich muss doch über die Brücke kommen. Kann ich auch so bezahlen? Ja gut. Ich mach das dann auch nach der Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.